Evonik. Kraft für Neues. Das ist ein Gittermaß-Traubenkran. Also er hat keine Räder. Das heißt, er kann nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Dieser Kran wird zerlegt und mit Tiefladern auf die Baustelle gebracht. Aber diese Art Krane, die haben einfach noch die viel höhere Leistung. Solche Krane werden im Industrie-, Kraftwerksbau gebraucht oder auch ganze Brücken werden da eingehoben. Wir haben hier ein Hauptauslegersystem aufgebaut. Rechts sehen Sie den Gegenausleger und wir haben den Drehbühnenballast. Und da hinten haben wir nochmal einen zusätzlichen Ballast, nennt man Derrickballast. Dieser viele Ballast, das sind hunderte von Tonnen, die ermöglichen natürlich, dass der Kran bei großen Ausladungen auch entsprechend viel heben kann. Der kann jetzt zum Beispiel 800 Tonnen heben an einem 60 Meter langen Ausleger bei 12 Meter Arbeitsradius. Und das ist schon wirklich ein Bereich, wo der auch zum Einsatz kommt. Raupenträger, das ist auch ein großer Vorteil gegenüber den Teleskop-Mobilkranen. Er kann tatsächlich mit der vollen Last auch ganz langsam auf der Baustelle verfahren, wenn der Untergrund, wenn er eben ist und wenn er es von der Tragfähigkeit zulässt. Großer Vorteil von Gittermaß-Traubenkranen. Das ist das erste Gerät. Er wird nach der Bauma rausgeliefert, wird in Portugal dort in einem Chemiewerk tätig sein. Also den Kran haben wir schon getestet. Er ist fertig, also nicht mehr nur ein Prototyp. Hier haben wir ein relativ kurzes Auslegersystem mit etwa 70 Meter. Er könnte aber auch verlängert werden bis zu einer Hakenhöhe von etwa 200 Metern. Preis ab etwa 5,5 Millionen Euro.